Upsi, da wollte ich jetzt nochmal schnell alle Dialoge, die ich schon bei der vorigen Aufnahme jetzt ein bisschen überspringen, da habe ich jetzt nicht gemerkt, dass ich jetzt ein bisschen was übersprungen habe. Wer es schafft, Kia Ming zu übertreffen, bekommt ein kleines Geschenk von mir. Das gilt natürlich auch für euch, aber zunächst müssen wir abwarten, bis sie wieder gesund ist. Ihr könntet sicher gleichziehen, aber da Kiamin verletzt ist, habe ich nicht genügend Schüler frei. Ihr müsst wohl warten, bis sie wieder gesund ist, wenn ihr euch den Rekord holen wollt. Ich weiß, dass ihr ihn bis vor kurzem innehattet, aber Kiamin hat eine Schwäche für Gruppenkämpfe und erst gestern einen neuen Rekord aufgestellt. Wie ich schon sagte, ich habe einen besonderen Anreiz für jene, die ihre Leistung schlagen können. Aber ihr müsst warten, bis sie gesund ist, damit ich genügend Schüler beisammen habe. Ihre Wunde war nicht tödlich, aber doch so ernst, dass ich sie in ihrem derzeitigen Zustand nicht kämpfen lasse. Ich denke, ihr könntet sie fragen, ob ihr irgendetwas für sie tun könnt. Ich kann einen kleinen Trainingskampf arrangieren. Gibt es irgendwelche besonderen Bedingungen, die ihr festlegen möchtet? Ich weiß, dass ihr eine Herausforderung bevorzugt. So, dann. Wenn man Gau so redet, ich. Was? Bleibt. Ich hoffe, die Banditen haben euch bei dem Angriff nicht verletzt. So, dann spreche ich da mal Gau an und dann speichere ich. Wie es auch. Das hat sie auch verdient. Wir sollten alle. Ich wüsste nicht. Ich. Es ist. Opf. Ich. Mich interessiert. Ihr wird. So, damit ich das Ganze nicht nochmal machen muss, habe ich jetzt lieber so gemacht. So. Ja. Ja. Da bin ich. Eure. Wenn ihr. Ich verstehe. Wenn sie. Ich werde. Gar. Mir. Mein. Ich. Natürlich benutze ich das, was ich alles verwendet habe. Kämpfer? Mit. Meist. Sie. Ich. Kämpfe. Legendärer Stoß! Fokus! Ja. Geh doch mal weg da! Fokus! Himmlische Welle!
Hallo. Klar. Hallo. Geht doch. Es ist entschieden. Die Herausforderung ist beendet und der Sieger steht fest. Siegerin. Nein, ich bin noch nicht fertig. Gao, ich habe euch heute genug Zugeständnisse gemacht. Ich dachte, ich könnte euch von eurem verdorbenen Pfad wegführen, aber ihr seid zu sehr der Sohn Gaus des Großen. Ab sofort seid ihr unter meinen Schülern nicht mehr willkommen. Und das Haus eures Vaters soll hier nicht länger tätig sein, trotz seines Einflusses. Ich bin nicht besiegt worden, nicht von dieser Bäuerin. Ihr seid von eurem eigenen törichten Ehrgeiz und euren vorhersehbaren Launen besiegt worden. Ich werde in meinen Gemächern über euren Ausschluss von der Schule mit euch sprechen. Geht jetzt! Alle anderen? Diese Herausforderung ist beendet. Ich bin sicher, dass die Siegerin sich über ein paar wohlverdiente Glückwünsche freuen würde. Genießt die Worte eurer Mitschüler. Ich werde in der Haupthalle warten, wo wir über die Geisterhöhle sprechen werden. Macht euch bereit, bevor ihr zu mir kommt. Denn in eurem Leben steht eine Wende bevor. Das war spannend. Ich bin froh, dass euch nichts passiert ist. Aber ich dachte mir, dass es so kommen würde. Euer Können ist unerreicht. Selbst Gao musste das einsehen. Vermutlich hat das ihn so wütend gemacht. Ich hoffe, er darf nicht weiter hierbleiben. Strafen machen ihn nur noch schlimmer. Meister Li hat sich wie eine Weide verbogen, um ihm und seinem Vater, dem Magier, entgegenzukommen. Aber wünscht ihr euch nicht, manche Dinge würden mehr Sinn ergeben? Nur zu warten ist zermürbend. So viel könnte geschehen, von dem wir gar nichts wissen. Manchmal macht es mir Angst, das ganze Gerede von rastlosen Geistern. Ich habe nicht darum gebeten, an all dem teilzuhaben. Und es kommt mir nicht so vor, als hättet ihr bei eurem Schicksal viel mitzureden gehabt. So interessant es auch sein mag. Es tut mir leid. Wir sollten uns eigentlich freuen. Ihr habt euer Können bewiesen und Meister Li wartet auf euch. Ihr solltet zu ihm gehen. So. Ihr solltet mit Meister Li sprechen. Er möchte sicher, dass ihr bald die Geisterhöhle betretet. Oh. Warum sind jetzt so viele Schüler hier? Natürlich, ich habe kein Chi und so weiter. Nein. Wo hat Gao diesen Kampfstil gelernt? Meister Li hat ihn ihm gewiss nicht beigebracht. Alle reden von eurem Sieg. Ach, und von Geistern, von denen reden sie auch. Es war dumm von Gao zu betrügen. Unser Lehrmeister ist ein freundlicher Mann. Aber er ist hart und so etwas nimmt er nicht hin. Wenn die Geschichten, die ich gehört habe, wahr sind, werdet ihr euch in der Höhle weitaus gefährlicheren Gegnern als Gao stellen müssen. Ich hoffe nur, ihr seid bereit dafür. Ich immer. Was kann ich für euch tun? Niemand weiß wirklich etwas über diese Höhle. Außer, dass Meister Li uns verboten hat, sie zu betreten. Er hat immer gesagt, dass uns dort unsere letzte Prüfung erwartet. Wenn man den Gerüchten glauben kann, lauert da unten etwas Entsetzliches. Ich habe mich etwas umgehört im Dorf.
Man erzählt, dass frühere Lehrmeister Schüler in die Höhle geschickt haben und man sie nie wieder gesehen hat. Nein, und ich beneide euch auch nicht um die Chance, es nun herauszufinden. Aber ihr seid die Beste unter uns, wie wir immer wieder zu hören bekommen. Ihr werdet schon zurechtkommen. Das meiste sind nur Gerüchte, die sich die Leute im Dorf erzählen. Wie gesagt, niemand weiß wirklich, was dort unten ist. Aber ihr werdet es erfahren, sobald ihr Meister Li sagt, dass ihr bereit seid. So. Wie ihr wollt. Ihr kennt doch alle hier. Abgesehen von dem, was Morgenstern spürt, habe ich nur Geschichten gehört. Allerdings machen sie mehr und mehr die Runde. Man erzählt sich von Leuten, die von ihren Geliebten heimgesucht werden und wahnsinnigen Geistern, die Menschen auf den Straßen und sogar in ihren Häusern anfallen. Meister Li glaubt an Morgensterns Fähigkeit, Dinge zu sehen und zu spüren, die anderen verborgen bleiben. Und wenn er ihr Glauben schenkt, wie könnte ich dann an ihr zweifeln? Was genau sind Geister? Nun, sie sind das, was man erwarten würde. Die Seelen verstorbener Menschen. Den Legenden zufolge kommt die Seele eines Menschen nach seinem Tod in die Unterwelt. Dort wird über die Seele gerichtet. Dann kommt sie auf das Rad des Lebens, sodass sie in einem neuen Leben in dieser Welt wiedergeboren werden kann. Eine Seele, die nicht auf das Rad des Lebens gelangt, wird zum Geist. Den Geschichten zufolge werden Leute zu Geistern, wenn ihre Seele durch bestimmte Umstände in dieser Welt gefangen bleibt, oder aber, wenn sie ihr altes Leben nicht loslassen. Die Sache ist nur, dass Leute eigentlich sehr selten zu Geistern werden. Vor 10 Jahren hat hier kein Mensch je einen Geist gesehen, und nun sind sie angeblich überall. Es ist, als ob irgendetwas die Seelen daran hindern würde, diese Welt zu verlassen. Entweder das, oder die Leute leiden alle unter Halluzinationen. Das glaube ich allerdings kaum. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, können wir uns gern darüber unterhalten. Allein. Aber ich bin gespannt, was Lin über meine Fähigkeiten denkt. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Morgenstern einen Sinn für Magie und die Wesen, die wir Geister nennen. Sie sieht Dinge, die uns anderen verborgen bleiben. Manchmal weiß sie Dinge, die sie eigentlich nicht wissen kann. Ob das nun Intuition oder etwas anderes ist, kann ich nicht sagen. Wie sehen Geister aus? Das habe ich mich auch als erstes gefragt, als ich diese Gerüchte gehört habe. Offenbar sehen sie aus wie normale Menschen. Allerdings sind sie oft durchsichtig und blass. Geister, die schon länger unterwegs sind, verändern sich aber wohl mit der Zeit. Sie verlieren den Bezug zu ihrem Körper und werden dann zu Monstern. Das Beängstigende ist, dass viele der Geschichten, die ich gehört habe, von solchen alten Geistern erzählen, die aussehen wie Monster. Das Ganze ergibt einfach keinen Sinn. Okay, gibt's noch sonst noch irgendwas? Schon wieder? Ich wusste ja nicht, dass ihr euch so für mich interessiert. Meist geht ihr euch doch lieber mit dieser Morgenstern ab als mit mir. Oh, Morgenstern ist doch direkt dabei. Was ich dann tun werde? Ich könnte vielleicht eine Gelegenheit. Das hat mir schon alles. Bleibt wohl auf. So. Meister Li hat mich darum gebeten, den Kampfstil, den ich in der Kaiserstadt erlernt hatte, nicht weiter einzusetzen. Ich fand diese Bitte in Ordnung und habe ihr entsprochen. Es war dumm von Gao, einen verbotenen Stil zu verwenden. Wie kann ich euch helfen? Ich kenne niemanden, der solche Fähigkeiten besitzt wie ihr. Höchstens Gao vielleicht, aber ihm fehlt es an Disziplin. Aus diesem Grund ist er trotz... Das hat mir schon mal... Auf Wiedersehen.